Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Forest mit Golden Boy, nicht existierender Existentin. Ach du Scheiße, vergessen. Ach so, ach du Scheiße, ja gut. Du hast einfach schon zu viele Namen, weißt du das? Ja. Alles deine Schuld. Ja, alles meine Schuld immer. Immer bin ich der Schuldige. So. Das letzte Fleisch da hinten gefressen und Mr. K ist auch wieder da. Er hat gesagt, er will Mama mal sehen. Und steht im Weg. Komm nicht durch, ich will was zu essen haben. Ah! Remi Demi. Es geht hier um Fleisch. Oh, das gut gejagte Fleisch. Ich will Fleisch. Wenn ich schon nicht Wasser trinken darf, dann will ich Fleisch. Du sagst jetzt gar nichts mehr, okay? Ja, das macht mir Angst. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ne, dein Fleisch will ich nachher haben. Ey. Jetzt mache ich hier noch mehr Angst. Warum benutzt du eigentlich nicht die Seilrutsche? Weil ich es kann. Ach so. Ich weiß auch nicht. Weil ich es kann. So. Den Steinschlitten, den du gebaut hast, den müsstest du dann aber hierher fahren, ne? Ja. Ach, hier oben fehlen ja auch noch Türen, sehe ich gerade. Ach du Heiliger. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Gut, dass ich es noch vorher ausprobiert habe. Man könnte das denn so machen, da wird es nicht auffallen. Doch, das klappt. Hier ist noch ein halber. Hier ist noch ein halber. Hier sind auch noch keine Türen drin. Ach Gott, was habe ich denn hier gemacht, Mausi? Nur Kacke. Nur Baustellen habe ich hier, das ist ja gerade das Problem. Nur Baustellen habe ich hier. Und wieso kann ich hier... Moment. War hier wieder... Oder sind die auch wieder weggeglitscht, weil ich schon zu viel gebaut habe? Och, das ist doch nicht normal. Kann ich da jetzt da keinen? Ja, die sind reingeglitscht. Das ist das, was ich meinte, was wir da vorne auch haben. Die glitschen dann einfach ineinander, aber sind eigentlich drinne. Dann sieht es immer so aus, als wenn sie fehlen, aber sie fehlen ja noch nicht. Aber hier dürften noch fehlen. Oder? Ja, hier fehlt auf jeden Fall noch. Schlimm, schlimm, schlimm. Was DDDst du? Deine Lieferung. Okay. Siehst du, wie ich das gemacht habe mit der... Ja, komme ich nicht drauf. Oben mit der Umrandung. Mit dem Geländer. Wo der Stein ist. Siehst du das? Nö. Wie, nö. Da, hier. Ich seh nicht. Ja, hier. Nein. Wie, nein. Ups. Das muss man doch sehen können. Gerade deine Fallen ausgelöst. Hier, dann musst du sie wieder aufstellen. Das ist ja nicht so schlimm. Lässt du mich dann rein? Ja klar, lass ich dich gleich rein. Nein, den will ich doch gar nicht. Mensch, den hier will ich ja wieder weg haben. Der muss nämlich da hinten hin. So, dann lassen wir dich mal rein. Klopfst du schon, ja? Kommen sie rein? Ja. Können sie rausgucken. Hier. Das ist quasi immer an den halben. Also hier fehlt jetzt noch einer. Und dann einmal außenrum. Und oben soll das dann genauso gemacht werden. Ansonsten, du kannst auch drin die, ja, danke schön. Kannst auch drin die Steinkamine schon fertig machen.
Ja, genau. Aber du hast jetzt hier den halben vergessen. Nee, hast du falsch gemacht, Maus. Da fehlt noch ein Einer. Ein Einer Holzstampel. Ich muss hier nochmal durch mich durchboxen. Ja, nochmal ordentlich draufkloppen. Damit klappt das bestimmt. So, dann machen wir den hier mal zum halben. Zu einern. Quatsch. So. So, weil hier fehlt noch einer. Jetzt geht das. Hier ist. Okay, hier hinten fehlen die noch. Ah, hier fehlt auch noch eine Wand. Eine Tür. Ja, Wände. Was kommt, wenn ich so 200 Sachen auf einmal mache? So, und hier fehlt auch noch... Hier so ein bisschen halbet. Hier fehlt auch noch eine Tür. Wird hier aber mit Holz geworfen, nur. Genau, nochmal zwei. Ja, auch. Dann machen wir die Ecken erstmal fertig. Hier ist jetzt. Da fehlen auch nur die einer. Hier auch. Nee, ich runterfallen. Wagt es euch. So, da einmal einen hin. Da einen hin. Euch beide kann ich mal unten platzieren für Maismaus. So. Da haben wir noch einen Einer. Aua. Hinten wollte ich eigentlich die Steinlage reinmachen. Ich glaube, das sollte ich wohl als nächstes bauen, wa? Ja. So, hier fehlt noch einer, aber ich wollte jetzt halt noch das Kleinholz hier loswerden. Und so, dass man das halt hier schon mal überall so ein bisschen betreten kann. So, hier ist auch, hier auch, jetzt, den und den. Mr. K läuft hier auch frei rum, ne? Hast du ihm keine Arbeit gegeben? Nee. Aus seinem Käfig ausgebrochen, ne? Ja. Müssen wir wieder einsperren. Schade, dass man hier nicht wirklich buddeln kann und sich noch einen Bunker ausheben kann, wa? No. Na komm, sag es. Du musst den Knopf ein bisschen länger drücken, wenn du so kurz sprichst. Sollen die Leute doch schon hören, was du von mir denkst? Und was du von mir hältst? Ja, das wissen die doch schon. Okay. Kommunizierst du heimlich mit denen, ja? Ich hab's schon oft genug erwähnt. Das kann nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. So, eigentlich könnten wir hier, wenn ich das jetzt sowieso mit denen... Balkenregel, dann können wir die Dinger ja trotzdem rausnehmen. Das macht ja keinen Sinn jetzt hier. Dann kann ich die da drinnen rausnehmen und dann mache ich da richtige Balken rein. So. Gibt's auch falsche Balken? Ja, es gibt auch falsche Balken. In meinem Kopf gibt's alles in falsch und in richtig.
Kannst du dir aussuchen, ob du jetzt nun falsche Balken haben möchtest oder richtige Balken oder gar keine Balken. Kommt darauf an, wie die falschen Balken aussehen. Ja, das kommt auch immer ganz drauf an, ne? Also. Es kommt immer ganz drauf an. Die sind halt so falsch, weißt du? Hm. So schlangenmäßig so. Mhm. So falsche Schlange mäßig. Ich glaube, wir sollten uns mal manchmal nicht mal zuhören, wa? Jo, ich weiß gar nicht mehr, was ich drauf sagen soll. Also. Was wir so labern, ey, da denkt man echt manchmal so, ey, die Leute haben ja echt einen Sockenschuss. Nein, so will ich das nicht haben. Warum nicht? Ne, will andersrum. Weil sonst wäre es falscher Balken und so, ne? So. Ah, jetzt haben wir hier die Einser auch schon mal soweit alle drin. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt müssten hier dann noch die Balken rein. Die ganzen. Aber ich müsste mal das Steinlager machen. So, das müsste jetzt aber auch ein bisschen anders aussehen als da. Weil das soll kein Turm werden. Dementsprechend setzen wir jetzt hier erstmal auf. Aber erzähl dadurch. Wir nicht. Wieso erzählen wir nicht? So. Ich dachte gerade, du bist irgendjemand anders, Mr. K. Da wird man paranoid bei dir. Was huischst du? Gegähnt. Gegähnt? Mach ich dich schon wieder so müde, ja? Allein vom Zuhören, weißt du? Ah ja. Einschläfernd. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie scheine ich das Talent zu haben. Dinge Leute zum Einschlafen. Das auch mal bei mir so funktionieren würde. Aber, na okay, gut, ich reg mich dann immer über meine eigene Doofheit auf. Wahrscheinlich deswegen nicht. Wenn ich dann immer so sage, so, ja, hätte man eher das gemacht, hätte man eher so gemacht, hätte man eher sie so gemacht, ne? Naja. Ja, damit du dich entspannen kannst, muss man dann in deinem inneren Bullturtle sagen, dass er sich mal in die Hängematte schmeißen soll, ne? Ja, das klappt ja meistens nicht, das ist es ja. Ja. Den muss man immer zwingen. Ja. Jetzt bin ich ja mal überlegen, wie meinen das jetzt am besten mit dem Turm? Ich wollte ja eigentlich nur so ein kleines Dach drüber haben, ne? Der muss ja auch nicht hoch sein. Und du spinnst, Maus. Ja. Du hast einen Sockenschuss. Nee, das habe ich nicht bestellt. Nee, hast du nicht bestellt? Bin ich mir aber ziemlich sicher, dass du einen hast. Weil ich fahre immer auf Frauen ab, die einen Sockenschuss von Hause aus haben. Was bist du? Okay. Ja, was denn? Das hat Schnucki gerade gemacht. Mhm. Achso. Brauchst du Stämme? Weil ich habe gerade die letzten zwei. Mist. Die Dinger sind jetzt leer. Ja, ich habe ja jetzt hier hinten angefangen, das Steinlager, damit du es ein bisschen einfacher hast, weißt du? Da weiß ich zwar noch nicht, wie ich das Ganze dann umsetzen will, aber
Versuch macht klug, ne? Mal gucken, die passen eigentlich auf ein so drauf. Schnucki, ist das jetzt dein Ernst? Weiß ich nicht, was ist denn ihr Ernst? Die wollte mich schon wieder zu Weißglut bringen und den Schlitten wegschieben. Aber jetzt kann ich das nicht mehr ansetzen. Ich weiß nicht, ob das dann von unten auch klappt, dass du dann von unten greifen kannst. Ich glaube nämlich, das klappt so nicht. Und so bricht das ganze Ding komplett zusammen. Ja. Okay. Aha. Könnte ruhig mal wieder Frühling werden. Ja, das stimmt. Kann ich es jetzt trotzdem mal draufsetzen? Ah, siehst du, jetzt geht es nämlich nicht mehr. Ah, das ist natürlich ein bisschen doof. Das ist natürlich ein bisschen doof. Weil so kann ich es ja setzen, aber so dann nicht mehr. Dann kann ich nämlich mal von unten greifen. Oder? Doch, wenn ich es weiter nach vorne setze. Ein Teppich wäre cool. Ein Teppich? Ein Teppich. Ja, Mr. K, also das war ja deine eigene Schuld, ne? Also, wenn du dir jetzt was gestoßen hast, da komme ich nicht boosten. Also ganz ehrlich, ich mach da ein Loch rein und was macht er? Er springt als allererstes rein. Ich bin mal unten. Tschüss. Ich dachte, er hat was reingesteckt. Ja. Das wäre, ne? Noch schöner, wenn er da noch was reinstecken würde. Nicht meine Schuld. Ja, ja. So, das heißt, der hier müsste weg. Das heißt, ich brauche noch mal einen halben. Wir haben jetzt keine Stämme mehr da, ne? Ah, doch. Dann machen wir es mal. Ja. Ja? Okay. Bin ich Knorke oder was? Weiß ich nicht. Das wirst du mir gleich erklären, hoffe ich mal. Mr. K, du bist doof. Ja, erzähl mal was Neues. Was mache ich jetzt schon wieder mit den ganzen Halben hier? Und halt auch nur zwei hier hinsetzen. Hier kriege ich jetzt keinen rein, das heißt, den muss ich erstmal diagonal stellen. Dann muss ich ihn hochheben. Der soll ja dann so weit weg. Wir könnten ja hier mal ein Bett hinstellen. La 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 la. Ja, dann such dir aus. Das Ding hat 3 Etagen. Suche. Räume habe ich da drin halt auch noch nicht eingesetzt und so. Zu essen, naja gut, haben wir ja auch noch nicht. So wirklich. So, und damit ich den rausrotten kann, muss ich jetzt hier nochmal einen halben haben. Stöcke müssten eigentlich auch noch genug da sein. So, machen wir den hier mal dahin. Ist er was verloren? Ich habe was verloren. Wo denn? Ach Quatsch. Das war ja jetzt komplett fail. Da muss da einer hin. Der hier muss raus. Ich schmeiß sie runter und du schmeißt sie rauf. Also du bist ja echt fies. Du bist ja echt fies. Ich hab hier oben schon so wenig Platz. Runter damit. Lass uns mal zu Kleinholz machen.
Weil die halben brauche ich dann nicht wirklich. So, hier muss dann noch ein halber rein. Na, dann kann der da eigentlich auch wieder raus. Passt. Was ich jetzt mit dem halben mache, weiß ich noch nicht. Stellen wir erstmal jetzt hier hin. So, der hier kann schon mal weg. So. Schönartig angucken. Gut, ich brauche noch mal ein paar Stöcker. Gut. Das ist jetzt nur die Sache, die ich kann es dann hinten leider nicht ansetzen. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier keine Konsequenzen haben wird. Ich könnte natürlich hier jetzt einfach eine Wand reinzimmern, dann hat man halt nur die zwei, weil wenn ich jetzt hier noch einen hinsetze, das wird sich nie so wirklich verteilen, habe ich das Gefühl. Ah, bist du der Spinner I'm safe oder warum singst du da die ganze la 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 la? Weiß ich nicht. Ich probier's nochmal. Mr. K, was machst du hier? Pass auf, ich gebe dir jetzt mal eine Aufgabe. Du eierst hier nur die ganze Zeit rum. Pass auf, hol Stöcke und Behälter füllen. Seh zu. Hast du eine Aufgabe? Hast du was zu tun? Anstatt mir ständig an die Füße rumzuknallen hier. Das mach ich beim Hund nicht, das mag ich auch bei dir nicht. Also. Aber... Und Mausi muss ja unbedingt nochmal die Fallen testen. Sind sie dann ja, heiß genug? Ja, die funktionieren noch. Okay, das ist gut. Das ist gut. Der Kay hat bei dir die ganze Zeit gesagt, Papa, 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 Papa. Oh nee, ganz ehrlich, das wäre das allererste, was ich meinem Sohn oder meiner Tochter abgewöhnen würde. Wenn die das bei mir machen würde, nee. Ich weiß nicht, da habe ich so einen Geduldsfaden, der ist ja so ganz minimal, ganz klein. Also wenn sie dich loswerden wollen und du dann zum, ne, dann machen sie das, dann fliegst du nämlich zum Mond und dann bist du erstmal eine Weile nicht da. Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das machen sie nur einmal und danach nie wieder, weil dann ist das so wie mit der Story mit dem Einkaufen, ne? Mhm. Weil dann kommt dieser böse Blick zum Vorschein, weißt du? Und dann denken die, dass sie gleich sterben, wenn sie mich jetzt noch irgendwas fragen. Das nicht. Das hat bleibende Konsequenzen. Ja, deswegen ja. Bring Papa nicht auf die Palme. Die Konsequenzen meine ich nicht. Sondern? Ah, so schlechte Idee von dir. Schlecht. Wieso schlechte Idee von mir? Ich jetzt nur böse guck? Ja. Ist das schlecht? Ja. Ah ja. Weil du das immer machst, ne, dann kriegen sie irgendwann ein Trauma. Ja. Nerv Papa nicht, ist das Trauma. Das brennt sich dann ein Leben lang ein. Ich habe Erfahrung darin. Das wirst du nie wieder los, dieses Trauma. Ja, das stimmt. Du Stichel-Hannes. Wieso ich Stichel-Hannes? Ich komm gleich mit Styropor und bewerf dich damit. Nee, lass es mal lieber. Das könnte Leute verletzen. So, jetzt hoffe ich, dass ich das da trotzdem noch hinkriege. Habe ich mir schon gedacht. Dass das nicht klappt. Ah doch, wenn ich hier so ein bisschen nach vorne... Ah, ja, das... Oh, das wird aber hier illegale Bautechnik. Das wird ja hier schon richtig illegale Bautechnik. Geht das hier auch? Ja. Egal, ob illegal oder illegal, wir bauen alles.
So. Jetzt. Ja, jetzt müssen wir irgendwie noch gucken, dass wir draußen aber irgendwie was hinsetzen. Ah, du hast da hinten ja was aufgebaut. Moment. Ich habe aber keine Ahnung, ob das jetzt so funktioniert. Das habe ich noch nicht hier getestet. Das Dreieck, was du da aufgestellt hast, da mache ich jetzt mal ein Seil ran, ja? Ja. Das eine geht jetzt quasi in ein Steinlager. Und du sollst es mal gleich mit den Steinen bewerfen. Weil ich will wissen, ob das jetzt so gut ist oder nicht. Also sprich, wenn du denn davor stehst, dann hat Dead auf der rechten Seite. Und ob die das dann auch richtig einlagern. Oder ob das der totale Scheiß ist, was ich da jetzt vorhab. Hast du zugehört? Ja. Weil das kam jetzt nicht so von dir rüber, dass du das getan hast. Und so. Mag jetzt zwar nicht so geklungen, aber ich habe dir zugehört, mal ausnahmsweise. Mal ausnahmsweise. Aha. Da kam auch nicht nur ein Rauschen an. Ja, das klappt. Mehr, mehr. Hau mal richtig rein da. Mach ich doch schon, Mensch. Ja, super. Es funktioniert. Du musst gleich schon wieder diesen. Gesundheit. Ja, sind jetzt 4 große Steinlager, ne? Juhu. Also da kannst du eigentlich ordentlich was reinschmeißen. Jetzt machen wir noch die Außenwände und die Decken rein. Ich hoffe, ich störe jetzt hier nicht. Das hört sich gefährlich an hier. So, wo hat er mir denn jetzt den... Ach, den hat er mir da oben hingepackt. Gib. Gib. Na, läuft doch. Und dann mache ich da hinten nur ein Flachdach drauf. Aber ich habe keine Stämme mehr. Wir haben geläutet. Sie haben geläutet. Wir müssen unbedingt nochmal den anderen Addams Family Film gucken. Ja. Ja, wir haben davon nur einen geguckt. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, weil du gerade gesagt hast, wir haben geläutet. Large. Ah ja. Der hat dann auch immer gesagt, ich habe geläutet. Ich bin dann eher das eiskalte Händchen. Mhm. Ja, aber den anderen Film hatten wir uns ja nie angeguckt. Hatten wir ja nie Zeit. Kannst du jetzt mal aufhören? Wieso? Jetzt hänge ich deinen Arsch über den Kamin. Wessen Arsch über den Kamin? Von Schnucki. Achso. Ah, für die hast du doch das volle Sorgerecht. Da kannst du ihren Arsch und nicht über den Kamin hängen. Aber die soll nicht immer meine Schlitten anfassen. Das ist mir unangenehm. Das ist mir unangenehm. Oh, feier Maus. Oh Mann, ey. Du bist ja gerade so, als wenn sie irgendwas Verbotenes gemacht hat. Ja, hat sie auch. Sie hat meinen Schlitten angefasst. Ja, niemand fässt deinen Schlitten an. Um Gottes Willen. Das ist Privatsphäre. Das ist Privatsphäre. Oh Mann. Das darf man niemandem erzählen. So, machen wir hier mal einen raus, mach ich da mal einen rein und mach da einen rein, dann brauche ich da nämlich nur noch einen.
So. Dann kommt nämlich hier nochmal einer so hin. Und dann machen wir hier mal... Nicht runterrollen. Schönartig hier bleiben. Den mal zur halben. Dann brauche ich nochmal ein paar halbe. So. Schön oben bleiben. So, jetzt aber noch das letzte hier und dann... Weil Mausi übertreibt jetzt vollkommen mit dem Holz. So schnell kann ich es schon wieder gar nicht verarbeiten. Schon wieder zu langsam. Du willst Holz haben. Ja. Natürlich, ich möchte immer Holz. Nein! Doch. Falsch. Na gut, mach ich mal kurz hier mal auch nochmal einen Aufweg. Schlimm. Aber Mausi, ja? Wir müssen schon langsam wieder Feierabend machen, es wird dunkel. Erzähl mal nicht. Das heißt, lüsch mal nicht. Lüge, das gibt eine Rüge. Was, eine Rübe? Ich will keine Rübe. Ja doch, deswegen kriegst du ja Rüben. Ein Taschentuch. Ein Taschentuch, okay. Du willst ein Taschentuch? Ein Tantentuch, haha. Ein Mutantentuch? Nee, ein Tantentuch. Ein Tantentuch. Das ist, besteht aus einer Tante, oder wie? Ja. Muss ich mir das vorstellen. Aus einem Tantentuch. Frag mich nicht, was ein Tantentuch ist. Das wird schon irgendwas sein, da. Voll ins Gefäßt. Nee, hier haben wir doch Mutanten. Mutanten? Ja, da hauen wir doch ständig die Haut ab und tragen sie dann. Ja. Vielleicht willst du da draußen ein Taschentuch haben. Aber sind das denn Tanten? Ja, das sind Tanten. Die hatten auch mal Großväter und so. Hä? Keine Ahnung, frag mich doch was Leichteres, Mausi. Ich wollte es doch nur irgendwie machen, damit es irgendwie verständlich ist. Muss das denn immer verständlich sein? Ja. Nee. Ja. Nee. Doch. Das Gendern ist auch nicht verständlich und trotzdem wird es angewandt. Ja gut, das ist schwer. Ach, du bist doch schon auf der Heimreise. Oh, die sagt auch nicht Bescheid. Ich warte hier. Du hast hier die ganze Zeit gesagt, mi 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 mi. Ja, mi 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 mi. Ich komm schon. Warte auf mich. Fang mich auf, Mausi. Oh. Gut, aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich nicht aufgefangen werde, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzkleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.